Augen auf und Ohren gespitzt, hier kommen die Gaming News der Woche. Epic Games hat den neuen Abo-Service für Fortnite angekündigt, er heißt Fortnite Crew. Wer abonniert, zahlt monatlich 11,99 Euro und bekommt dafür ein exklusives Crew-Paket samt Outfit, 1000 V-Bucks und den Battle Pass. Den Battle Pass behaltet ihr übrigens, solltet ihr euer Abo in der laufenden Saison beenden. Und solltet ihr den Battle Pass schon haben, dann bekommt ihr 950 V-Bucks zurückerstattet. Fortnite Crew startet am 2. Dezember, das ist nächsten Mittwoch. Das erste Paket enthält dabei ein neues Galaxia-Outfit, die Spitzhacke kosmisches Lamahorn und das Rückenaccessoire zerschlagene Welt. Vor gut 13 Jahren erschien für den Nintendo DS ein Rollenspiel, was heute Kultstatus genießt. The World Ends With You bot nicht nur erstklassiges Gameplay, sondern auch zahlreiche Bezüge zur japanischen Jugendkultur, was jeden Otaku in Entzücken versetzt. Was ihr hier seht, ist die Switch-Version namens The World Ends With You Remix, die vor 2 Jahren erschien und Versionen für iOS und Android gab es im Laufe der Jahre auch schon. Diese Woche nun sorgte Square Enix für Begeisterung, indem ein echter Nachfolger angekündigt wurde. Der Titel Neo, The World Ends With You. Ihr seht schon, das sieht wirklich cool aus und ein weiteres Mal bildet der hippe Tokioter Stadtteil Shibuya den Schauplatz, wo Rindo und seine Freunde am Spiel der Reaper teilnehmen. Offensichtlich gibt es also statt Neko einen neuen Hauptcharakter, der aber ebenso wie die anderen Teilnehmer tot ist und das Spiel der Reaper gewinnen muss, um zurück ins Leben zu gelangen. Wirkliche Details zum Spiel hat Square Enix noch nicht verraten, aber allein die Ankündigung hat bereits für großen Jubel unter den Fans gesorgt. Neo The World Ends With You soll im Sommer 2021 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Ja, PlayStation 4, nicht PlayStation 5. Nachdem CD Projekt Red ja letzte Woche erstmals Cyberpunk-Gameplay von der Xbox One und Series X gezeigt hat, folgte nun analog dazu ein PlayStation-Video. Insgesamt ist der Trailer etwa 6 Minuten lang und zeigt hauptsächlich Gameplay, das auf der PlayStation 4 Pro gecaptured wurde. Dabei erhaltet ihr unter anderem Einblicke in die Charakteranpassung und dass ihr in der Werkstatt an eurer Karre schrauben könnt. Eine Szene in der regnerischen Night City wurde dann von der PlayStation 5 gecaptured. Wohlgemerkt aber handelt es sich hier im Prinzip um die PlayStation 4 Version, die dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 läuft. Und die Entwickler werden nicht müde zu betonen, ja, Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember. Die Next-Gen-Versionen von Rainbow Six Siege erscheinen am 1. Dezember. Zu den technischen Verbesserungen zählen unter anderem 4K-Auflösung und bis zu 120 Frames per Second. Wer Rainbow Six Siege bereits auf PlayStation 4 oder Xbox One spielt, kann kostenlos auf die neue Konsolenversion upgraden und außerdem wird innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie Crossplay angeboten. Heißt also, PlayStation 4 und PlayStation 5 Spieler können zusammenspielen und Xbox One und Xbox Series X Spieler können zusammenspielen, aber nicht PlayStation und Xbox Familie vermischt. Nein, nein. Unterdessen hat EA die Next-Gen-Version zu FIFA 21 für den 4. Dezember angekündigt. Auch hier könnt ihr natürlich mit grafischen Verbesserungen rechnen, aber auch der Sound, also zum Beispiel die Fangesänge im Stadion, wurden für PS5 und Xbox Series X optimiert. Und auch hier gilt, habt ihr FIFA 21 schon für PS4 oder Xbox One gekauft, könnt ihr kostenlos upgraden. Weihnachten naht und vielleicht habt ihr noch Platz auf dem Wunschzettel. Welche Spiele noch ganz knapp vorm Fest erscheinen, haben wir im Überblick hier unten im Video für euch zusammengefasst. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.